Und kommst du in ein Stadion, blau-weiße Fahnen wehen, das können doch nur die Bochumer sein, ja die Fans vom VfL. Liebe VfL-Fans, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Es begab sich zu der Zeit, dass am 23.05.2021 um 17.15 Uhr in Bochum der VfL Geschichte schrieb. Ja, wenn ich an den Tag zurückdenke, war die Anspannung schon sehr, sehr groß, weil wir wussten, was auf dem Spiel steht. Aber wo wir das Ding dann natürlich in 90 Minuten 3-1 gewonnen haben, war die Erleichterung riesengroß. Die Freude war überwältigend, weil es, glaube ich, sehr, sehr schwere 18 Monate hinter uns lagen, auch mit der Corona-Pandemie. Von daher würde ich den Tag auf jeden Fall als einen der schönsten in meiner Karriere einordnen. Ihr konntet leider an dem Tag nicht dabei sein. Sehr, sehr schade für uns, sehr, sehr schade für euch. Natürlich hätten wir sehr, sehr gerne mit euch gefeiert. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt und dann haben wir vielleicht am Ende der Saison etwas Ähnliches zu feiern.